Die Biologiestudentinnen und Studenten der Universität Zürich haben neu ein kleines grünes Gerät mit dabei, wenn sie eine Vorlesung besuchen. Mit diesem Gerät, Klicker genannt, sind sie über Radiowellen mit dem Dozierenden verbunden und können so auf Fragen antworten. Wie man den Klicker in den Unterricht integrieren kann, zeigt dieses Video am Beispiel einer Vorlesung von Molekularbiologe Konrad Basler. Und ich möchte nun ein Kopf-an-Kopf-Rennen machen, um diese beiden Mechanismen der klonalen Fortpflanzung auf der einen Seite und der geschlechtlichen Fortpflanzung auf der anderen Seite miteinander zu vergleichen. Und dazu möchte ich 4 Freiwillige von Ihnen nach vorne bitten. Also ich finde die Idee des Klickers eigentlich wirklich genial. Denn der Klicker erlaubt sowohl für die Studenten als auch für die Dozenten einen direkten Feedback im Moment des Unterrichts. Kommen Sie doch einmal mit. Sie stellen sich her. Und dieser Feedback, der kann auf verschiedene Arten genutzt werden. Für den Studenten kann er genutzt werden, dass er eine Selbstkontrolle erfährt und weiß, ob er es verstanden hat oder nicht. Rechts hätten wir nun ein Team hier, welches sich durch klonale Fortpflanzung propagieren, und links ein Team, das sich mittels geschlechtlicher Fortpflanzung vermehrt. Für den Dozenten ähnlich, er realisiert, ob sein Unterricht erfolgreich war, ob er den Lerninhalt vermitteln konnte oder ob er nochmals etwas ausführen muss. Jetzt beginnen wir mit der ersten Runde. Und jeder kann sich jetzt, also jedes weibliche Individuum kann sich jetzt einmal fortpflanzen. Und Sie würden alle diese Gene um die nächste Generation geben, Sie ebenfalls. Und Sie müssten jetzt eine Zusammenstellung machen eines Ihrer Gene je in den gemeinsamen Vorfahren vererben. Beide von Ihnen. Und meine Frage an Sie, wir können das vielleicht kurz einblenden. Wer glauben Sie gewinnt in dieser ersten Runde? Wer ist im Vorteil? Die geschlechtliche Fortpflanzung oder das ungeschlechtliche Klonen? Überlegen Sie sich das kurz. Und die andere Komponente neben dem Feedback ist eben die des Mitmachens, des Wachhaltens der Studenten. Denn man wird aufgefordert, sich mit einer Frage auseinanderzusetzen. Häufig hat man nur vielleicht 60 Sekunden Zeit, eine Antwort zu finden. Und das ist ein kribbeliger Moment. Man versucht dann wirklich, fast unter Zeitdruck, sich mit der Fragestellung noch einmal auseinanderzusetzen und wirklich eine Antwort vorzubereiten. Eindeutig das ungeschlechtliche Klonen, denn die haben einen Vorteil von 2:1. Also bis jetzt hat der Klicker eindeutig gebracht, was ich von ihm erwartet habe. Es hat technische Anfangsschwierigkeiten gegeben, aber die sind jetzt größtenteils ausgemerzt und jetzt kommt er so richtig zum Tragen. Ich finde es gut, wenn man das Feedback hat, ob man richtig oder falsch liegt. Und eigentlich weiss, ob man rausgekommen ist oder nicht. Ich finde das praktisch, dann sieht man gerade, was man weiß. Der Klicker kommt bei den Studierenden und Dozierenden gut an. So ist es möglich, dass er in Zukunft nicht nur in der Biologie, sondern auch in anderen Fächern mit vielen Studierenden eingesetzt wird.